uns innerlich zerfrisst. Deutschland ist so offen und wir nehmen jeden auf. Wir helfen überall, ja, und zahlen sogar drauf. Nur langsam kommt der Punkt, jo, und bald ist es vorbei. Denn viel zu oft im Jahr lese ich Messerstecherei. Frauen vergewaltigt und von Reue keine Spur. Standardspruch, der regelt, Schuld ist die Kultur. Willkommen hier in Deutschland, hier werden sie gestochen. Stich ist fast schon Pflicht, jo, hier werdet ihr gebrochen. Meinungsfreiheit gibt es nicht, den Maulkorb überziehen. Sonst nennt man es Rassismus, vielen Dank nach Berlin. Klimaaktivisten, jo, sie sorgen für den Rest. Sie seilen sich von Brücken an und kleben sich dann fest. Besudeln noch Gemälde, ja, ihr wollt euch profilieren. Ihr Fame-Gang, Pisser, mit Arbeit mal probieren. Ihr klebt euch auf die Straße, jo, und redet was von Not. Behindert Einsatzkräfte, vielleicht für sie nicht tot. Klar bin ich fürs Klima und leiste meinen Teil. Nur klebe ich mich nicht fest, Mann, das finde ich nicht so geil. Die Preise explodieren, Ukraine-Krieg. Zelensky nur am Fordern, unser Kanzler hat ihn lieb. Waffen werden geliefert und das Gas ist überteuert. Betriebe gehen kaputt, Mann, und Menschen werden gefeuert. Lebensmittelpreise, sie sind am Explodieren. Oh, ich vergaß, wie viel wir importieren. Wir sind alle die Dummen, yo, ihr macht das echt geschickt. Bald braucht ihr noch Viagra, so oft wie ihr uns fickt. Ich fühle mich geknebelt, yo, man, Wahrheit oder Pflicht. Heute wird gelogen wie im ARD-Bericht. Regenbogenfarben, ja, sie sieht man auf den Bändern. Kein Mama oder Papa, yo, ich hasse dieses Gender. Verbieten uns den Mund, schweigen, der Lämmer. Ich komme nun als Wolf, yo, und fresse das Dilemma. Gero ist nun hungrig, Beute wird gejagt. Faktenprüfer, Knebel, ja, aufpassen, was man sagt. Marschiere durch die Straße, yo, sodass mich jeder sieht. Mein Name, der ist Gero und das ist jetzt meine Street. Ich kam wie ein Tornado und das mitten in der Nacht. Sperrt euch alle ein, yo, der Teufel ist erwacht. Viele von euch werden es auch mitbekommen haben, den Ärger, der überall in der Zeitung stand mit dem Polizisten, der umarmt wurde. Ich meine, wenn man jemanden 20 Jahre kennt oder vielleicht noch länger, dann ist das das Normalste der Welt, wenn man jemanden begrüßt. Und wenn man da gesehen hat, in Berlin mussten die Polizisten die halben Nackschen umarmen mit der Regenbogenfahne, da haben sich alle gefreut, da wurden Polizisten gefeiert. Aber wir sollten das anders umsetzen. Wir wollen ja eher lieber wieder alleine spazieren. Jeder von euch sollte einfach sich eine Polizisten raussuchen und umarmen. Und nächste Woche sind wir wieder alleine. Es ist einfach nur beschämend. Und wenn man sieht, dass der Mark 12 das Büro der Linken wieder dahinter gesteckt hat, hat sich die Bilder rausgesucht aus dem Livestream, die Bilder aus dem Internet und direkt an Meyer, Kramer, an die Thüringer Polizei geschickt. Die sollten sich schämen. Also diese Worte sind an Daniel Reinhardt, Andreas Schubert und an das ganze linke Pack. Ihr solltet euch schämen! Und wenn man dann die Umfragewerte einer AfD sieht, haben die nicht langsam Angst um ihre Stühle? Wenn die Sarah Wagenknecht eine Partei macht, und das wird sie tun, werden die im Boden versinken. Und da ist nichts mehr mit Büromarkt 12. Da wird es irgendwo im Schuhkarton Teil 3 sein. Was anderes können sie sich dann einfach nicht mehr leisten. Egal, was man in den Medien sieht, wir werden doch nur noch verarscht. Ich habe vorhin gesagt, wir sind heute ein bisschen weniger, die anderen sind gestorben, weil es so heiß war. Also ganz ehrlich, die Geschichte mit dem Klimawandel, die wird immer beschissener. Mir hat die Woche einer geschrieben, dass ihr euch nicht schämt, euer Benzin zu verfahren, um euch auf dem Parkplatz zu treffen, ihr Umweltsünder. Also, es hat die letzten 2 Wochen nur geregnet. Und die sprechen vom Jahrhundertsommer, von sonst wie viel Grad, 46 Grad in Italien. Also ich habe Zeitungsartikel zu Hause jetzt mal rausgesucht im Netz, habe die auch ausgedruckt. Da waren Zeitungsartikel von 1965 dabei. München, Stopp, Warnung, Hitzewelle, wir erwarten 50 Grad, bitte verlasst nicht die Häuser. Und wenn man überlegt, wie lange das schon her ist, dann war ein Artikel von 2008, nächstes Jahr sind die Pole geschmolzen, rettet das Klima, das Ozonloch und die Leute haben die Scheiße immer wieder geglaubt. Wenn man jetzt aber den Mist wieder glauben, bauen auf die Wärmepumpe oben, Solarautos, mit welcher Sonne hätten wir die letzten 14 Tage tanken sollen? Die Frage, mit welchem Wind? Wind war ja auch nicht mehr, es hat einfach nur durchgeregnet. Und die Leute glauben das. Wenn wir es heute gesehen haben, auch im Podium, die sind wahrscheinlich auch alle gestorben, war ja heute auch keiner groß da. Ganz, ganz schlimm.
Unser Land geht vor die Hunde. Gestern stand es, glaube ich, in selbst in der Bild-Zeitung, dass wir mit allen Zahlen in der Wirtschaft in Europa von Platz 1, ich glaube auf 19, und das war im Rezessionswert, ist es der letzte Platz. Und da sollte sich diese Regierung schämen. Was unsere Väter und Ahnen aufgebaut haben, haben die in einem Jahr oder anderthalb Jahren zugrunde gerichtet. Und die CDU hat das vorbereitet in 16 Jahren. Und deshalb sollten wir diese Regierung wirklich auf den Müllhaufen schicken. Ja. Und ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, Thüringen ist auf einem guten Weg, wenn man sieht, was in den AfD-Umfragewerten passiert. Es ist einfach sensationell. Und da brauchen wir auch keine Nachhilfe von den Sachsen, da machen wir das vor, weil wir sind auf Platz 1. Und es wird nächstes Jahr auch so bleiben.